Guten Morgen, hier ist die Umsetzerin Paragraphen Silvia, die mit Perfektionismus nichts mehr am Hut hat. Deswegen haben wir jetzt einfach mal die Perspektive gewechselt für die Leseliebe. Und ja, der Bildausschnitt ist gut, aber ich wollte ja auch noch irgendwie ins Bild, jedenfalls zeitweise am Anfang. Herzlich willkommen bei der Leseliebe und ich präsentiere zum zweiten Mal die wundervolle Zeitschrift I Am von der Laura Marlina Seiler. Und ist das nicht schön, wenn man das falsch rumliest, dann heißt es Mai. Cool, oder? Jedenfalls, also ich präsentiere euch Mai mit Laura Marlina Seiler. Und das präsentiere ich euch deswegen nochmal, weil es geht in diesem Heft um Energie. Und Energie, wisst ihr ja, wenn ihr mich kennt, ist eins meiner Kernthemen. Wenn man aus einer Krise eine Chance machen möchte, dann braucht man Energie. Und Laura hat unheimlich viel von den Sachen, die ich schon ja, mir im Laufe meiner Jahre erarbeitet habe, hier in diesem Heft vereint. Sie hat diesen Aufbau, den kennst du vielleicht schon, wenn du ein anderes Heft hattest. Es gibt immer, ich bin brillant, ich bin Seele, ich bin Liebe, ich bin Erfolg, ich bin extra. Vor allen Dingen extra. Und hier ist es so, dass es geht auch noch weiter. Ich bin gesund, ich bin wertvoll, ich bin wild, ich bin gesegnet, ich bin Gebende. Und ich bin nicht Laura Seiler, sondern ich bin Sylvia Schodruch. Was hier toll ist an diesem Heft, ein paar Ideen möchte ich dir mitgeben. Und zwar, also sie hat die Energie innen und außen richtig, richtig toll behandelt. Was mir super gut gefällt, ist ein Interview bzw. eine Auseinandersetzung mit Dr. Anne Fleck, die sehr wissenswerte Inhalte hier beisteuert. Und es sind wieder schöne Fragebögen da. Und die Anne Fleck setzt sich mit dem Thema Müdigkeit auseinander, woher das kommen kann, was das für Ursachen haben kann. Was ich super interessant finde, hier ein Kapitel, jetzt kann ich das doch mal wieder anders machen, ein Kapitel zum Thema Freiheit, ist ja mein höchster Wert, deswegen, also das ist echt mein Heft, das ist für mich gemacht. So, jetzt kommt da hinten noch eine Assistentin, die will noch mit ins Bild, nee, will sie nicht. Also, Energie, Freiheit, dann ist hier, kannst du dir ein eigenes Kartenspiel machen. Ich habe ja auch das Kartenspiel, ich bin nicht richtig vorbereitet wieder, ich habe das Kartenspiel von IM, da gibt es von Laura auch noch ein schönes Kartenspiel. Und hier sind einfach mal so, kannst du mal anfangen, dir ein Kartenspiel selber zu machen. Aber es gibt auch ein wunderbares, kann ich auch nur empfehlen zu kaufen. Passend zu dem Kurs, den sie auch macht zum Thema IM. Denn es ist schon wichtig, wenn man weiß, wer man ist, um zu gucken, wo man denn eigentlich hin will. Dann eine wunderschöne Chakra-Meditation ist hier im Text, aber du kannst sie im Internet auch dir runterladen. Also die Chakren sind ja die Energiezentren, die kannst du dir im Internet runterladen, die Meditation auch ganz, ganz toll. Dann etwas, wo ich mich überhaupt noch nicht mit auseinandergesetzt habe, was ich nur energetisch fühle. Und zwar, das ist das Thema Aura und Aura lesen. Und dann noch das Thema Ängste loslassen. Ich meine, wenn dir das jetzt noch nicht reicht, wir sind jetzt in der Mitte des Heftes auf Seite 74 und insgesamt gibt es 146. Wenn du das jetzt noch nicht, wenn du noch keinen Appetit hast, das zu kaufen, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige für dich. Oder es ist genau das Thema. Guck einfach mal im Internet oder am Kiosk, ob das was für dich ist. Es ist auf jeden Fall zum x-ten Mal mein Lesetipp Laura Marlina Seiler
Und wenn du diese Zeitschrift, das ist hier kein Affiliate, was ich verkünde, ne? Wenn du diese Zeitschrift abonnierst, dann kriegst du auch zwei Hefte geschenkt. Also da ein Heft 10 € kostet und es jeden Monat rauskommt, also das sind 120 gut angelegte Euro für ein Jahr, wo du mindestens einen Tag oder mehrere dir reservieren kannst, um an dir zu arbeiten, um rauszufinden, wer du bist und wer du werden willst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn du mir deinen Senf dazu gibst und wenn du mir noch weitere Ideen präsentierst, wenn du mir sagst, wer du bist. Und ja, bleib gesund, deine Silvia.